Hallo, wir vloggen mal wieder. Ja, wir wollten ursprünglich mal jeden Tag vloggen. Wir haben es irgendwie nicht geschafft. Naja, wir müssen auch Naja. realistisch sein. Wir haben jetzt gerade das Video, dass wir in den Park, vor dem Park, vor dem wir waren, bevor wir hier waren, versucht hochzuladen. Und das hat 3 Stunden gedauert bei einer recht guten Internetverbindung in einem Es war Internetcafé. aber ein schönes Café, also wir Deswegen, haben eine schöne Zeit ja, wir gehabt, aber entschuldigen trotzdem. uns schon im Vorhinein, das wird ein kurzes Video, weil wir in Zukunft das auch kurz halten müssen. Wir wissen auch gar nicht, ob wir in nächster Zeit gutes Internet bekommen Sonst werden. können wir es nicht hochladen, das dauert sonst viel zu lang. Das andere war 8 Minuten, hat wie gesagt 3 Stunden gedauert. Also Ja, ganz genau. kurz, in Kürze liegt die Würze. Wir waren von dem Monk Park aus, haben wir 7 Stunden gebraucht, bis wir dann in Lake Louise angekommen sind. Dort haben wir dann halt 2 Tage verbracht. Also da sind wir eigentlich sind wir von 30 Grad auf einmal in 12, nee, 7 Grad runter. Nachts auf jeden Fall, ja. Es war scheißkalt auf einmal. Es war voll der Wir hatten auf Schock. einmal so einen Stimmungsdown von Sommerfeeling, auf einmal Ich war Norwegen. nicht sicher, ob ich das überleben werde, ehrlich gesagt, weil ich habe meine Jacke bei Andrea vergessen, halt zum Beispiel, so richtig dumm. Die Regenjacke. Und es Und fing dann ziemlich an zu regnen am ersten Tag. es war so furchtbar. Aber Lake Louise und Lake Moraine haben das sehr So entschädigt. unglaublich schön. Es ist wirklich so unglaublich, unbeschreiblich schön. Wir haben Fotos gemacht bis zum Abwinken und es wird Und nicht mal nah Videos. dran kommen. Nee. Wir haben versucht, die Farbe einzufangen, aber es ist echt kaum möglich. Man muss es. Guckt es euch an. Ja, wir werden Irgendwann. versuchen, ein paar Videos hochzuladen. Wir haben auch Videos von einem Hiking-Trip, unserem ersten Hiking-Trip, hochgeladen. Der sogar gar nicht so einfach war, haben wir Ja, nachgeguckt im Guide. Wir wir sind waren einfach da. losgelaufen und Am dann. zweiten Tag waren wir da, von wegen, wir haben gutes Wetter. Lass uns doch mal zu diesem Teehaus hochgehen. Sind doch nur 3,8 Kilometer. Dann fanden wir raus, 3,8 Kilometer den Berg rauf. Okay, wir waren dann irgendwann oben. Ich habe meinen Fuß kaputt gelaufen, den Ja. linken. Und ja, ich hab so eine Blase am Fuß. So eine. Mindestens. Mindestens. Eigentlich ist der Fuß eine Blase. Ja. Es federt so schön beim Gehen. Und ja, jetzt sind wir dann auch wieder zurück. Wie Genau. gesagt, kurz. Und wir sind dann von Lake Louise aus Richtung Banff gefahren. Und das ist ein wirklich schöner kleiner Ort, so in den Bergen. Ein bisschen wie bei Heidi, wie man sich das vorstellt. Heidi in Amerika, so Holzhäuser mehr als Ja. Steinhäuser. Es gibt auch einen Starbucks und McDonald's. Alles ist versorgt. Und ja, jetzt sind wir hier am Lake Moraine. Nee, sorry, Lake Minnewanka. Minnewanka. Am Lake Minnewanka hinter uns. Tada! Das sieht man gar nicht. Sieht man doch gar nicht. Wir müssen immer aufpassen wegen des Gegenlichtes, weil wir sonst Ja. schwarz werden. Hallo. Ah, wir sind wieder da. Hallo. Und Okay. ja, es ist wirklich schön hier und der Campingplatz hier ist ein wahrer Luxus im Vergleich zum Lake Louise. Es gibt überdachte Kochstellen, das heißt, wir müssen nicht mehr Dabei ist der zusehen, hier wie wir uns. günstiger als Lake Ja. Louise. Aber okay, wir werden jetzt hier 2 schöne Tage verbringen. Heute Abend soll es noch ein bisschen pieseln, aber wir haben ja jetzt überdachte Kochstellen. Wir haben jetzt auch immer unsere Regenschirme dabei und immer einen extra Pulli, den wir überziehen können. Das heißt, wir schaffen es schon, unsere nicht vorhandenen Regenjacken zu substituieren mit irgendwas anderem. Ja. Und wir akklimatisieren uns so langsam. Ja. Und am 2. September machen wir uns auf den Weg nach Jasper. Da soll es einigermaßen nett sein. Auch 20 Grad soll es da mal sein. Hier. Sagt das die Wettervorhersage? Man Aber hier weiß ist nie, die ob es stimmt, aber. Wettervorhersage so von wegen aprilmäßig, so von wegen. Es regnet und dann kann man da hinten beim nächsten Berg schon die Sonne wieder sehen. Also es kann wirklich mal so 10 Minuten lang Sonne, dann 2 Sekunden lang auf einmal Regen und ja. Es ist total seltsam. Ich muss gerade sagen, ich glaube, es ist das erste Mal, schau dich mal um, dass wirklich kein Wolkenteppich irgendwo am Horizont hängt. Ja, heute. Heute hatten wir irgendwie Regen, Sonne, Regen, Sonne, Eigentlich Regen, müsste Sonne. alles voller Regenbögen sein, aber tatsächlich haben wir bisher nur einen oder zwei gesehen. Ich weiß es gar nicht, aber einen sehr, sehr schönen. Bei Lake Louise. Ja. Okay, ich würde Okay. sagen, kurz halten. Wahrscheinlich ist es eh schon wieder viel zu lang geworden. Ja, Wir lieben euch. wie furchtbar. Liebe! Und wir versuchen das Ding hochzuladen. Hoffentlich dauert es nicht so lang. Bis bald, macht's gut. Ciao!